Hallo und willkommen zu Civ City Rom. Diesmal spielen wir Colonia. Das ist Köln hier vorne in Niedergermanien. Und das ist das heutige Köln. Wir klicken mal direkt drauf. Da wird nicht viel geredet. Ihr habt einen ausgezeichneten Ruf und habt Rom während eurer Karriere gut gedient. Ehe ich erlaube, dass ihr euch in irgendeine Villa im Süden zurückzieht, müsst ihr noch eine Stadt für mich bauen, in Germanien. Sobald eine zivilisierte Nation erobert wurde, ist es ein leichtes, sie danach zu regieren. Aber bei den Barbaren an unserer germanischen Grenze ist das anders. Wir können nur hoffen, sie auf Abstand zu halten. Und genau das sollt ihr nun tun. Gründet bei Colonia eine neue Kolonie. Eine, die Männer bereitstellt, die ihr für die Grenzarmee braucht. Sichert das Reich vor den barbarischen Wellen, die es sonst überschwemmen würden. Ja, okay, ihr seht hier, Bevölkerungszuwachs 8000 und feindliche Städte einnehmen 2. Dabei dürfen wir das Darlehen von 2000 nicht überschreiten und natürlich unseren Stadtkern nicht verlieren. Joa, das ist ja hier eigentlich mehr oder weniger so wie immer und das ist auch eigentlich keine große Schwierigkeit. Legen wir mal los. Feindliche Hager Städte erobern Statthalter, ist eine wo Neuerung. sollen wir den Stadtkern errichten? Hatten wir noch nicht. Schauen wir uns mal die Karte an. So, wir sehen hier erstmal ein großes Plateau, das wir wohl so nicht erreichen können. Also, dass wir nicht betreten können, das Plateau. Und vor allem sehe ich gerade, wir können auch das hier hinter vermutlich gar nicht erreichen. Außer über den Fluss. Ja, das ist natürlich eine geschickte Sache hier. Okay, damit wäre aber hier der Eisen- und Steingewinn schon mal gesichert vor barbarischen Einfluss. Also, da können die schon mal nicht hinkommen. Hier sehen wir, hier ist der Eingang für den Händler. Hier ist noch ein Eingang, aber für nichts. Hier ist noch ein Eingang, da kommt auch nichts durch. Hier unten kommen die Barbaren an und hier ist noch ein Eingang, da kommt auch nichts durch. Ja, wo errichten wir unsere Stadt? Da würde ich doch mal sagen, irgendwo hier vorne. Hier vorne würde ich sagen, genau hier am Schnittpunkt. Machen wir mal. Stadtkern, genau hier. Statthalter, Immigranten erreichen die Stadt. So, und jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass unsere Stadt auch sicher ist. Und da legen wir schon mal direkt los mit Eisenminen. Die brauchen wir für Schwerter, die wir wiederum brauchen für unsere Legionen. So. Okay, das ist schon mal das. Dann können wir hier vielleicht noch ein Lagerhaus hinbauen. Nein, natürlich nicht. Dann errichten wir das Lagerhaus hier vorne. Moment mal, vielleicht errichten wir auch direkt hier vorne die Waffenproduktion. Ich weiß gerade nicht. Nee, wir errichten hier vorne erstmal das Lagerhaus für Eisen. So. Dann brauchen wir hier das Transportpier. Oder den Transportpier. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das Transportpier. So, dann Straßen natürlich noch dazu. So. Und vom Transportpier dann auch eine Straße. Ja, hier hinten rüber zu unserem Stadtkern. So, da rennen die Leute so schnell. Huch, die Geschwindigkeit war ja ganz hoch gedreht. Das war so nicht gedacht. So, dann nochmal eine kleine Stadt hier ausbauen. Das kennt ihr ja im Prinzip schon. Baracken errichten. Brunnen bauen und Nahrungsmittelversorgung sicherstellen. So, und das Ganze werden wir jetzt hier ein bisschen konzentrierter auf diesen kleinen Bereich hier vorne machen. So eine kleine Zwingerfunktion haben wir ja hier. Dadurch, dass wir hier rechts und links so kleine Gebirgszüge haben, können wir hier so eine Art Stöpsel machen, in die wir unsere Stadt setzen. In diesen Stöpsel setzen wir unsere Stadt und machen damit den Weg für hier hinten zu. Sprich, die Barbaren können hier nicht rein. So ist es zumindest geplant. So, hier vorne dann der Nahrungsspeicher. Oder vielleicht kommt er auch doch direkt nochmal weg und da vorne dann hin. Ist wahrscheinlich besser. So.
Und jetzt sehe ich, dass der auch nochmal weg kann, weil er nicht in mein Muster reinpasst. So. Okay. Ja, der Stadtkern ist immer ein bisschen kleiner als hier Die Nahrungsspeicher Zufriedenheit in der Stadt sinkt. und Baracken. So, dann brauchen wir natürlich Nahrung. Ganz wichtig. Die können wir direkt mal hier hinten gewährleisten. Einmal. Einmal und noch einmal. So, und dann natürlich Fleischereien. Hier richten wir mal. Ich glaube, da habe ich die wieder falsch gebaut. Das geht jetzt ein bisschen drunter und drüber hier gerade. So, da errichten wir ja, die direkt mal hier gegenüber. 2, 3, 4, 5. Und Wahre erforschen gleich die Statthalter, was Viehzucht. wünscht ihr nun zu erforschen? So, dann haben wir hier die ersten Bewohner. Wir haben hier Jobs. Wir haben hier hinten die Schmiede. Wir haben genug Zufriedenheit, um die Löhne deutlich senken zu können. Sehr gut. Dann haben wir hoffentlich auch gleich genug Nahrung. Und vor allem können wir hier schon mal den Schwertschmied bauen. Einer sollte erstmal genügen. Und dann brauchen wir natürlich auch bald ein Kastell. So, aber als erstes natürlich hier Bewohner. Ein Brunnen ist wie gesagt schon da. Ja, der könnte theoretisch alle versorgen, aber da müssen wir natürlich nach der Kapazität mal schauen. Vermutlich wird das nicht ganz reichen. Da können wir aber nochmal ein paar Baracken bauen. Wo bauen wir die denn? Bauen wir die mal hier hin. So, ein paar Arbeitskräfte brauchen wir ja bestimmt noch. So. Okay, so, dann können wir hier den Weg auch nochmal abreißen. Ja. Das mit dem Abreißen ist ja hier immer so eine Sache für sich. So. Dann noch ein paar Häuser daneben. 3 und 4. So, und auf der anderen Seite auch noch ein Brunnen. Dann geht uns auch schon fast das Geld Die aus. Viehzucht wurde erforscht. So, Viehzucht haben wir also erforscht. Hier unten haben wir den Weg vergessen. So, da ist er jetzt. So, und dann können wir natürlich direkt mal weitermachen hier mit dem Holzlager. Das könnten wir dann zum Beispiel hier vorne noch errichten. Oder auch direkt im Wald. Vielleicht sogar 2 Stück davon. Statthalter, endlich werden unsere Nahrungsspeicher mit Nahrung gefüllt. Die Zufriedenheit in der Stadt steigt. Ja, sehr gut. Dann errichten wir hier noch ein Lagerhaus. Das errichten wir hier vorne. Und da können wir dann auch direkt mal den Speermacher errichten. So. Statthalter, der Sp Speermacher benötigt Holz, genau. So, Zufriedenheit noch ein bisschen steigern und damit Statthalter, unsere etwas Geldmittel mehr sind Gelder fast nehmen. erschöpft. So, jetzt haben wir hier überall leer stehende Baracken. Die Laune steigt aber und damit auch bald die Einwohnerzahl. Also, die Einwohnerzahl steigt so, weil die Laune gut ist. Damit haben wir auch bald hier überall Einwohner. Nahrungsmittel sind auch reichlich vorhanden. Ihr seht ja hier, Fleischereien sind gut gefüllt. So, und hier ist Eisen vorhanden. Waren dürfen auch bald hier, also Schwerter dürfen auch bald hier eingelagert werden. Sehr gut. Ja, dann schauen wir nochmal rein hier. Wir können hier den Zum Steinwall Errichten errichten. von Mauern zieht diese an die entsprechende Stelle. Die sind natürlich teuer. Also wenn ich hier sehe, 16 oder ja, 16 kostet hier so ein Doppelstück. Da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir die zusammen haben. Die paar Denare. Ich weiß, es sind nicht viele, aber es sind genug. Schauen wir mal auf die Karte. Wir haben hier Lutetia. Die kaufen Holz und die kaufen Eisen. Also da haben wir schon mal Abnehmer für unsere beiden Haupt Rohstoffe hier, nämlich Eisen und Holz. Und die verkaufen uns Getreide. Ich denke mal, das werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr anbauen können. So, und hier sind 2 Barbarenlager. Bevölkerung 2700 und 2300. Mittlere Garnison. Das sind die beiden Städte, die wir erobern müssen.
Und die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Von da werden wahrscheinlich auch früher oder später Truppen in unsere Richtung entsandt werden. So, ein bisschen Geld wiedergeben. Ein bisschen mehr Löhne zahlen. Die Laune wieder steigt. Arbeitslosigkeit ist nicht so schön. Vielleicht können wir ja noch, naja, ein bisschen warten, ein bisschen die Geschwindigkeit hochdrehen, warten, dass wir Geld bekommen. Und wir können mal schauen, was wir als nächstes gerne hätten. Fleisch, aber das ist ja hier. So, jetzt wird gefordert, Flachsfarm auf der oder in der... Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Ups. Die sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Ups, das ist ein Problem. So, Flachs und hier dann den Tunikerladen noch dazu. Statthalter, unsere Geldmittel sind fast erschöpft. Gut, dann gehen wir jetzt mal so weit, dass wir gute hier Neuigkeiten, Statthalter. Der Senat hat uns ein Darlehen gewährt. Direkt ein Kastell errichten. So. Gute Neuigkeiten, Statthalter. Der Senat. Da kommen sie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die sind aber ganz schön schnell. So, hier mal ändern. Wobei, könnten ruhig beides gebrauchen. Auch ruhig eine gemischtes Kastell hier. So, dann nochmal weiteren Speermacher. Vorne noch eine weitere Schwertschmiede. Ja, und der muss natürlich immer hier hinten rumkommen. Ich weiß, das ist nicht gut. Vielleicht könnten wir auch einfach hier vorne noch ein paar Hütten errichten. Die Leute hier vorne wohnen können. Ich glaube, das wäre ein bisschen vorteilhafter. Statthalter, unsere Geldmittel sind fast erschöpft. Einen Brunnen brauchen. Oh, ja, einen Brunnen brauchen die noch. Den sollen sie auch noch bekommen. Wenn er noch hier hingeht. Ja, geht er. So, der arbeitet da. Okay, die arbeiten alle in der Mine. Die Zufriedenheit in der Stadt steigt. Sollten aber lieber in der Schmiede arbeiten. Die Götter blicken sicher voller Verzweiflung auf unsere respektlose Stadt herab. So, ein paar Legionäre haben wir schon. Das ist gut. So, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor den Barbaren. Ah, die kommen bald. Ich hoffe, die Gruppe... Moment, schauen wir nochmal rein. Ich hoffe, die Armee ist klein, eine kleine Armee nähert sich der Stadt. Aber auch eine kleine Armee kann für uns gefährlich werden, weil wir ja eigentlich nichts zur Verteidigung haben. Wir können ja mal schauen, dass wir einen Steinturm bauen. Ach, der kostet 400, den können wir uns gar nicht leisten. Also die Bevölkerung haben wir schon bald, die haben wir zur Hälfte, die nötige. Aber uns fehlt noch eine Menge von anderem. Oh, und vor allem sehe ich gerade, wir haben gar kein zentrales Lagerhaus. So, hier bitte nur... Also nichts einlagern, außer... Öl, Kleidung... Feinde haben die Stadt erreicht. Ja, das soll erstmal reichen. So, wo sind die Feinde? Da unten. Ich hoffe, wir kommen dagegen die an. Möglichst schnell angreifen, aber ich glaube nicht. Die sind schon zu stark für uns. Wir hätten vielleicht früher mit der Armee anfangen sollen, aber ging eigentlich auch gar nicht. So, 6-1-1. Stellen wir uns hier mal auf. 7-1-1, ah, da kommen jetzt noch ein paar Truppen hinterher. Tja. Wenn das mal gut geht. 7-2-1, war schon. Schnell, rennen, rennen, rennen. Und dann mal Angriff. So, die gehen hier schon mal zur Seite. Dann greifen wir die mal zuerst an. Komplett hier alle Mann drauf. Haben wir sie besiegt? Die kleine Gruppe schon. Und jetzt auf den Rest hier unten. Ah, jetzt geht es schneller mit der Rekrutierung hier der Truppen. So, ja, wir sind erfolgreich. Das sieht gut aus. Feind besiegt. Sehr gut. So, dann alle wieder zurück. Puh, das ging ja nochmal gut.
So, schauen wir mal, dass wir hier die Sicherheit gewährleisten. Mit einem Stadttor. Das errichten wir hier vorne. Daneben dann einen Steinturm. Ja, einen Steinturm oder. Ja. So, wie funktioniert denn der? Werden wir dann nochmal sehen. Ich glaube, da können wir unsere Truppen raufschicken. So, aber erstmal errichten wir hier eine Straße vor dem Stadttor. Zum Stadttor. So, und einmal um das Kastell herum. Wunderbar. Okay, so. Dann Aber können wir ja hier Statthalter, mal was wünscht ihr nun zu erforschen? Mathematik Forschung erforschen. bekommen. Statthalter, Für mehr unsere Geld. Geldmittel sind fast erschöpft. Statthalter, im Reich wurden Feinde gesehen. Nochmal. Nochmal eine kleine Armee. Ich glaube, das war aus dem gleichen Dorf. Na gut, dann rekrutiert mal schneller hier. So, was fehlt denen hier? Denen fehlen Kleider. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier noch vielleicht den einen oder anderen Brunnen gebrauchen könnten. Ich glaube, hier baue ich nochmal einen hin. Und dann auch da oben noch einen. Das dürfte nicht schaden. So. Ja, Holz haben wir hier. Speermacher könnte man da noch einen bauen. Man könnte auch noch einen weiteren Schwertschmied gebrauchen. Naja. Ich kann auf Okay. Straßen fast überall hin, wo ich hin will. Toll. Dann bauen wir doch mal den Speermacher, den nächsten, den dritten. Statthalter, unsere Geldmittel sind fast erschöpft. Joa, fast. So, hier brauchen die Wasser. Aber wir haben ja jetzt inzwischen so viele Brunnen, dass wirklich jeder versorgt werden sollte. So, und hier nebenan sind die Hütten auch schon aufgewertet worden. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch Oliven für weitere Aufwertungen. Und damit natürlich mehr Geld. Das ist natürlich wichtig, dass wir mehr Geld bekommen. Rationen können wir etwas erhöhen. Ah, sieht man hier, da wird die Nahrung schon doppelt gestapelt. Da können wir die Nahrung wirklich erhöhen. Da können wir die vielleicht sogar noch weiter erhöhen und die Löhne noch weiter senken. Nein, geht nicht. Machen wir das so. Okay. Arbeitslosigkeit steigt weiter. Von mir aus dürften die gerne in die Armee kommen. Da ist ja Statthalter, Platz. im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Oho, jetzt kommen hier gleich zwei Dörfer. Kleine Armee und noch eine kleine Armee. So, 5000 Einwohner haben wir. 1300 Landstreicher. So, dann schauen wir mal. Olivenfarm. Ja, ich möchte ja möglichst wenig Platz verbrauchen. Ich will möglichst wenig, ja, Mauern bauen müssen. So, jetzt brauchen die natürlich noch Olivenpressen. Kann man mal hier neben. Ja, erstmal eine. Ja. Statthalter, unsere So, zwei Geldmittel sind Stück. fast erschöpft. Das wird auch dann da eingelagert. 17, 17, sieht gut aus. Die Hütten sind auch alle relativ weit aufgewertet. Noch nicht alle haben Togen, aber Die die werden ja dann Mathematik wurde erforscht. mit der Zeit auch eingelagert. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? So, vielleicht mal Steigerung der Zufriedenheit? Nein. Landwirtschaft brauchen wir auch erstmal nicht, ist ein bisschen zu teuer. Statthalter, Feinde haben die Stadt erreicht. Da sind sie. Ja, doch, da kommen wir gegen an. Da ist unsere Armee jetzt wirklich groß genug. Aber irgendwie ist die ein bisschen langsam, die Armee. Bis die erstmal alle geweckt wurden hier. Teilweise üben die ja noch. Was ist denn los mit denen? So, dann mal hier Stellung beziehen. Was ist mit der Gruppe hier? Welche ist das? Das ist eine Velites-Gruppe. Ah, das funktioniert ja wunderbar hier. Das funktioniert ja wunderbar. Greif mal an. So, die Kohorte hier wird schon direkt niedergeschlagen. Niedergestreckt. Dieser eine. Das ist der Centurio mit seinem Schwert. Ah, der ist doch stark genug hier, um sich Statthalter, gegen die Leute Feinde haben die Stadt erreicht. ins Wehr zu setzen. Wow, und die Gruppe ist gleich viel größer.
Die kommt doch aus einer anderen Richtung. Na gut. So, was ist denn jetzt mit der Gruppe hier? Warum kommt die denn nicht raus? Ah, jetzt kommt sie, natürlich. So, dann stellen wir uns hier mal... Stellen wir uns den Feinden in den Weg. Jetzt den Turio rennt. Weil seine Truppe hier so langsam ist. Was machten die denn da? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Das sieht mir wirklich sehr stark nach einem Bug aus. Angriff! Sind das Fernkämpfer? Teilweise schon. Ah, hier schön in Schlachtengetümmel rein. Ja gut, also die haben wir dann auch besiegt. Das ist gut. Sind noch weitere Feinde auf dem Weg? Nein. Wir haben den Feind besiegt. So, wir müssen ja dann irgendwann auch zurückschlagen. Es gehen eine Menge Gerüchte um, dass ein Teil der Prätorianergarde einen Staatsstreich plant. Statthalter, im Reich wurden Feinde... Ah, schon wieder Feinde, eine kleine Armee. Ja, wir müssen da bald auch mal Truppen entsenden und einfach mal angreifen. Es ist ja die Aufgabe, dass wir zwei Städte vernichten. Ist jetzt auch nicht so, wie ich das gerade wollte. So. So. Und dann so. Ja, das da oben kann man natürlich dann wieder abreißen. So. Okay, dann hier da. Steinwall. Und hier weitergebaut. Und... Na, das sieht nicht gut aus. So. So. Jetzt machen wir das hier oben auch mal ab. Sehr schön. Ja gut, dann haben wir jetzt hier zwei Kastelle gleich voll besetzt. Wir produzieren unsere eigene unsere Nahrung, wir produzieren unsere Tuniken, wir produzieren eigenes Öl, wir produzieren unsere eigenen Waffen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir können jetzt nochmal Steuereinnahmen erhöhen. Danach dann die Produktion nochmal anregen hier oder verbessern durch die Forschung, dass wir dann mehr Holz und mehr auf den Farmen produzieren. Und dann können wir mal schauen, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr. Um die ganzen anderen Bedürfnisse müssen wir uns nicht wirklich kümmern. Wir brauchen eigentlich nur genug Nahrung und genug Arbeit. Und damit genug Attraktivität für die Leute. Ja, hier vielleicht so eine Hütte hier zum Putzen. So. Straßenfegerkolonne. Die kann man ja irgendwo hier hinsetzen. So, da passt noch eine hin. Hier vorne können wir auch noch eine hinsetzen. Da haben wir dann ein paar Minijobs hier geschaffen. Die Bevölkerung steigt wieder. Wie sieht's denn aus? Zufriedenheit. Löhne vielleicht erhöhen. Ein bisschen die Ration erhöhen. Und dann könnten wir eigentlich auch mal mit dem Fischfang hier anfangen. Fischermole. Könnten wir mal eine bauen. Wenn wir ja hier hinten schon Fisch haben. Und dann natürlich auch die kleine Werft dazu. Ist auch nötig. So. Da haben wir dann wieder ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Hier nochmal Weg dadurch. Hier auch. Statthalter, Feinde haben die Stadt erreicht. Und dann schauen wir uns erstmal den Kampf hier nochmal an. Ja, da unten kommen ein paar. Ja, da können wir unsere Truppen wieder alle rausschicken. Was ist denn das? Warum ist denn da ein Loch in der Mauer? Das war so nicht geplant. Ist das vielleicht von selbst gekommen? Weil wir vielleicht die Stadt nicht abschließen dürfen. Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Jetzt kommen die von hier hinten. Na, das war ja ein Trick. Statthalter, in der Stadt gibt es keine freien Nahrungsspeicher mehr. Einige Bürger können keine Güter mehr liefern. Oh, das ist gut. Wenn wir so viel Nahrung haben, dass wir keine mehr einlagern können. So, und hier wird fleißig gekämpft. Und römische Soldaten werden niedergemetzelt, weil unsere Legionen schlafen. Seht euch das an. Unsere Truppen schlafen.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Angriff. Nichts anderes kann ich sagen. Ja, macht doch mal los hier. Bewegt euch. Macht doch mal hinne. Ja, die wollen wohl nicht. Die hier auch nicht. Die gehen auch nicht hier rauf auf den Turm. Feinde greifen unsere Gebäude an. Ja, okay. Endlich ist er weg. Jetzt können wir angreifen. Das ist ein Bug. Der ist gar nicht mal so schön. Ein paar sind hier hochgekommen. Ich verstehe das irgendwie nicht. Unsere Truppen wollen sich nicht bewegen. Wir haben den Feind besiegt. Na, sehr schön. Alle zurück ins Kastell. Alle? Was ist mit denen hier? Schlafen die da? Statthalter, im Reich wurden Feinde gesichtet. Sie sind auf dem Vormarsch in die Stadt. Na gut, wir errichten nochmal eine Feuerwehr. Man weiß ja nie, ob man die mal gebrauchen kann. Zum Brand ist ja auch ein schön verheerend. Die Münzprägung wurde erforscht. Hier hinten auch nochmal eine, wenn hier irgendwo eine hingeht. Ja, hier vorne. So, und dann brauchen wir natürlich auch noch ein, zwei Fischerläden. Den Handel mit dem Fisch, den wir hier hätten. Statthalter, Feinde haben die Stadt erreicht. Sammeln. So, Moment, schauen wir mal. Kommen wieder feindliche Truppen. Aber ich sehe auf die Uhr und ich sage jetzt, wir machen hier an dieser Stelle eine Pause. Ganz fies, ich drücke einfach mal Pause. So, und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Trotz etwas verschnupfter Nase. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!